Herzlich willkommen in Heinersreuth an einem Januartag. Es ist noch kalt, kein Schnee mehr. Hier unten brummt wieder unsere Hauptstraße. Hier steht unsere Kirche. Wir feiern zusammen Gottesdienst. Ja, die Straße, die ist heute auch mal wieder so ein Thema. Es gibt heute zwei Geschichten zu hören, wo Menschen, die von weit her gekommen sind, zu Gott, zu Jesus kommen. Es geht um zwei Ausländer. Es geht auch darum, dass Gott uns im Gebet nahe kommt und vielleicht auch manchmal sehr weit weg erscheint. Und es geht darum, dass es manchmal überraschend ist, auf welche Weise Gott dann wirklich hilft. Gehen wir nun also rein in die Kirche und feiern wir miteinander diesen Gottesdienst. Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Sie werden sich vielleicht wundern, dass bei uns der Christbaum und die Krippe noch in der Kirche steht. Und ich kann Sie beruhigen, die Heinersreuther haben nicht verpasst, dass Weihnachten schon vorbei ist. Nein, wir sind noch in der Epiphanias-Zeit. Epiphanias, das ist das Fest Drei König, 6. Januar, Erscheinungsfest, wo es darum geht, dass Gott Mensch geworden ist, mitten in unserer Welt. Und wer die Geschichte genau kennt, der weiß, dass der Weg von der Krippe für Jesus ja nicht heim nach Nazareth gegangen ist, sondern als Flüchtlingskind musste in Ägypten aufwachsen, weil sie fliehen mussten. Jesus ist Mensch geworden, Gott ist mitten in unserem Alltag gegenwärtig und dafür steht auch dieser Weihnachtsbaum, den wir noch bis Lichtfest bei uns stehen haben werden. Und jetzt wollen wir beginnen mit einem Epiphanias-Lied, Jesus ist kommen, Grund ewiger Freuden, die Nummer 66 im Gesangbuch.
Wir sind zusammengekommen, um dem lebendigen Gott zu begegnen, um ihn anzurufen in Gebeten und in Lobliedern, um auf sein Wort zu hören. Weil wenn wir vor Gott kommen, dann merken wir, was uns alles von Gott trennt. Wir haben gesündigt mit Gedanken, mit Worten, mit Werken. Wir schleppen Sorgen mit uns herum, die es uns schwer machen, uns richtig zu strecken, uns richtig zu freuen. Es ist gut, wenn wir am Anfang von einem Gottesdienst all das an das Kreuz Christi bringen. Manchmal ist das wie Frühsport, Sorgenweitwurf sozusagen. Die Orgel wird jetzt ein paar Takte spielen und ich lade sie ein, einfach in der Stille Gott wirklich zu sagen, was uns bedrückt, was uns am Herzen liegt, was uns heute wichtig ist. Kommt der Herr, der Herrscher, und in seiner Hand ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Jauchzt dem Herrn alle Welt, dienet dem Herrn mit Freuden. Er kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken, erkennet, dass der Er hat uns gemacht und nicht wir selbst, zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Gehet zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Danket ihm, lobet seinen Namen. Denn der Herr ist freundlich. Und seine Gnade währet ewig, und seine Wahrheit für und für. Siehe, nun kommt der Herr, der Herrscher, und in seiner Hand ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Siehe, nun kommt der Herr, der Herrscher, und in seiner Hand ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Kyrie eleison. Song.
Lasst uns beten. Herr Jesus, du bist gekommen. Du bist der König der Ehren. Du bist der Gott, der Mensch geworden ist. So sehr hast du die Welt geliebt, dass du Mensch geworden bist, niedrig und gering, weil wir dir wichtig sind. Herr, mitten in unserem Alltag scheint dein Licht und darum preisen wir dich, der du lebst und regierst mit dem Vater und dem Heiligen Geist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir hören gleich die Lesung aus dem Alten Testament, aber weil das eine lange Geschichte ist, haben wir ausgemacht, ich erzähle die erste Hälfte und Lektor Müller wird die zweite Hälfte dann lesen. Und zwar spielt das lange vor unserer Zeit, in der Zeit, als Israel ein Königreich war und nördlich davon war das Königreich Aram. Die Aramäer, die hatten immer wieder Kriege mit den Israeliten und dort in Aram gab es einen Feldmarschall oder so, also einen hohen Militär, der hieß Naaman. Und bei einem Raubzug in Israel hatten sie ein Mädchen gefangen genommen und mit verschleppt und sie diente jetzt als Dienerin im Haus von Naaman. Das ist natürlich eine schlimme Geschichte, aber so war das damals leider die Realität. Die junge Frau hat das Beste daraus gemacht, hat sich in diesem Haushalt offensichtlich eingelebt und dort ihre Rolle eingenommen. Dieser Naaman, der hatte eine Krankheit. Aussatz steht in der Bibel, eine Hautkrankheit, die unangenehm ist, die vielleicht ansteckend war. In Israel hat man Aussätzige aus der Gesellschaft ausgeschlossen und er litt darunter. Und das Mädchen, diese Magd, von der es heißt, sie kommt aus Israel, die erzählt der Frau von Naaman, er soll doch nach Israel gehen. Dort gibt es einen Gottesmann, der wird ihm bestimmt helfen. Ist das nicht wunderbar? Sie erzählt davon, dass dieser Elisa, so ist sein Name, einer ist, zu dem die Menschen gehen, wenn sie Rat suchen oder wenn sie jemanden brauchen, der eine Fürbitte, ein Gebet für sie spricht, weil er offensichtlich einen besonderen Draht nach oben hat. Und so geht der Naaman nach Israel und geht natürlich zuerst zum König, bringt reiche Geschenke mit und sagt, König, hilf mir. Und der König, der wittert Streit und sagt, ihr sucht wohl einen Grund, wieder Kriege mit uns zu führen. Ihr wollt mich bloß in das Licht führen und es gibt einen großen Streit im Palast. Aber das bekommt der Elisa tatsächlich mit und er sagt, nein, nein, da bin ich gemeint, schick den Naaman mal zu mir. Und so kommt Naaman, der kranke Feldmarschall, zu dem Gottesmann Elisa und wir hören jetzt die Lesung, was sich dort zugetragen hat. So kam Naaman mit Rossen und Wagen und hielt vor der Tür im Hause Elisas. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin und wasche dich 7-mal im Jordan, so wird dein Fleisch wieder heil und du wirst rein werden. Da wurde Naaman zornig und zog weg und sprach, ich meinte, er selbst sollte zu mir herauskommen und hertreten und den Namen des Herrn, seines Gottes, anrufen und seine Hand über der Stelle bewegen und mich so von dem Aussatz befreien. Sind nicht die Flüsse von Damaskus, Abana und Parpar besser als alle Wasser in Israel, sodass ich mich in ihnen waschen und rein werden könnte? Und er wandte sich und zog weg im Zorn. Da machten sich seine Diener an ihn heran, redeten mit ihm und sprachen, lieber Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes geboten hätte, würdest du es nicht tun. Vielmehr, wenn er zu dir sagt, wasche dich, so wirst du rein. Da stieg er ab und tauchte unter im Jordan 7-mal, wie der Mann Gottes geboten hatte. Und sein Fleisch wurde wieder heil, wie das Fleisch eines jungen Knaben, und er wurde rein. Und er kehrte zurück zu dem Mann Gottes samt seinem ganzen Gefolge. Und als er hinkam, trat er vor ihn und sprach, siehe, nun weiß ich, dass kein Gott ist in allen Landen, außer in Israel. So nimm nun eine Segensgabe von deinem Knecht. Was für ein Mensch, dem Wind und Wellen gehorchen, was für ein Mensch, der auf dem Wasser geht, was für ein Mensch, der Wasser in Wein verwandelt, Brot und Fisch vermehrt.
ein Mensch, der die Gefangenen frei macht. Was für ein Mensch, der selbst den Tod besiegt. Was für ein Mensch, der allen Armen und Schwachen frohe Botschaft bringt. Was für ein Gott, der mit uns sein neues Reich baut. Was für ein Gott, der uns das Erbe gibt. Was für ein Gott, der uns als Söhne und Töchter unbeschreiblich liebt. Wir hören den Predigttext für den dritten Sonntag nach Epiphanias. Er steht im Evangelium bei Markus im 8. Kapitel. Als Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm. Der bat ihn und sprach: Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Jesus sprach zu ihm: Ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann antwortete aber und sprach: Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der einer Obrigkeit untersteht und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er hin. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als das Jesus hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Aber ich sage euch auch, viele werden kommen von Osten und von Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reichs werden hinausgestoßen in die äußerste Finsternis. Da wird sein Heulen und Zähne klappern. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zur selben Stunde. Amen. Ehre sei dir, Herr. Lob sei dir, Christus. Auf Gottes Wort wollen wir antworten mit dem Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. In dieser Geschichte steht Jesus im Mittelpunkt. Wer ist eigentlich Jesus? Darauf gibt es ja viele Antworten. Jesus hat Menschen schon immer angesprochen, teilweise auch abgestoßen. Eine der ältesten Jesus-Darstellungen, die es überhaupt gibt, ist so ein Spottkreuz, das man in Rom irgendwo ausgegraben hat. Da ist ein Kreuz gemalt und oben ein Eselskopf drauf und drunter ein Junge. Das war so ein Graffiti aus einem Schulhof, wo jemand sich über seinen Mitschüler lustig macht, denn drunter steht: Alexamenos betet Gott an, also Jesus, der Gott mit dem Eselskopf. Über Jesus haben schon viele den Kopf geschüttelt. Wer ist Jesus? Andere waren von ihm fasziniert. Er ist einer der großen Lehrer der Menschheitsgeschichte. Vieles, was wir in unserer Kultur heute selbstverständlich nehmen, ist durch Jesus auf uns gekommen. Wir wissen, dass auch Lehrer anderer Religionen von ihm fasziniert waren. Zum Beispiel bei Mahatma Gandhi findet man immer wieder Zitate aus der Bergpredigt. Wer ist Jesus? Im Koran hat er seinen festen Platz als eigentlich der größte Prophet für den Islam. Wer ist Jesus? War er ein Spinner damals, einer von den Träumern, die vielleicht die Welt verändert haben, aber am Ende doch grandios gescheitert sind? Wer ist Jesus? So ein Hippie aus alter Zeit? In dieser Geschichte vom Hauptmann von Kapernaum, Matthäus im 8. Kapitel, da kommt Jesus als der mächtige Herr der Welt zur Sprache. Sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Nur ein Wort. Nur ein Wort von dir genügt und meine Seele wird gesund. Nur ein Wort muss er sprechen, so wie am Anfang in der Schöpfungsgeschichte Gott die Welt durch sein Wort geschaffen hat. Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Gott sprach, es sollen Pflanzen wachsen. So wird ja erzählt in der Bibel, dass alles, was ist, durch sein Reden ins Sein gekommen ist. Jesus als der große Herr. Jesus wird als Herr angeredet in dieser Geschichte. Jesus wird als Herr angebetet in unseren Gottesdiensten. Wir Christen sagen, Jesus ist König. Jesus ist der Herr der Welt. Jesus ist aber auch der Gott für alle Menschen. Sehen Sie, in dieser Geschichte, da kommt es ja vor, dass es heißt, von Osten und Westen werden sie kommen, die in seinem Reich zu Tisch sitzen. Und nicht umsonst sind heute zwei Geschichten herausgesucht, wo es eben um die Ausländer geht, ja, um die Nichtjuden, um die, die von weit hergekommen sind. Der römische Hauptmann, der Hauptmann Naaman aus dem Norden, Menschen, die auch aus einer ganz anderen Richtung in der Gesellschaft kommen, aus dem Militär. Dieser Baum, der erinnert uns an das Dreikönigsfest, an die Weisen aus dem Morgenland, auch das Heiden, die von weit her kommen, an die Krippe zu Jesus. Gott für alle Menschen, das ist Jesus Christus. Jesus ganz groß und Jesus auch ganz klein. Jesus ist ja der Mensch, Gott, der Gott Mensch, der Gott, der Mensch geworden ist, der Gott, der in der Krippe liegt, der Gott, der sich schlagen lässt, der Gott, der Windeln braucht, der Gott, der fliehen muss, der Gott, der sich angreifbar macht. Damals in Kapernaum ist er von Dorf zu Dorf gegangen, hat den Menschen von Gott erzählt. Gott versucht, unsere Herzen zu gewinnen. Gott versucht nicht, mit Macht und mit Gewalt hier irgendwas zu bewegen auf dieser Welt, weil er will, dass Menschen sich von innen verändern. Er möchte unser Herz erreichen durch sein Wort. Ja, wir sind im Alltag angekommen, in unserem Leben. Die Schule geht wieder los, der Stress ist groß für viele, große und kleine. Manche sind krank, tragen an ihren Lasten und fragen sich vielleicht, Weihnachten ist schon so lang vorbei. War das alles nur ein Spiel, dieses Krippenspiel? Ist das doch nur ein Wort, das Wort, das Gott Mensch geworden ist? Nein, ich glaube, es ist das Wort Gottes. Und das Wort Gottes, das bewirkt, was es sagt, weil er der Herr ist. Mich beeindruckt der römische Hauptmann. Er bittet nicht für sich, sondern für seinen Knecht. Es könnte ihm ja egal sein, dass sein Knecht Schmerzen hat, aber es ist ihm nicht egal. Er kümmert sich.
Aber was mich noch mehr beeindruckt, er weiß, wer er ist. Er ist ein römischer Hauptmann. Viele Männer gehorchen ihm. Er ist gewohnt, dass seine Befehle befolgt werden. Wenn er zu einem seiner Soldaten sagt, geh hin, so geht er. Und zu einem anderen, kommen, so kommt er. Er hat einen hohen militärischen Rang. Er weiß das. Schließlich haben die Römer das Land besetzt. Er ist kein Jude. Er gehört nicht zum Volk der Besiegten. Er sitzt am längeren Hebel. Er bekommt Befehle von oben, natürlich. Über ihm gibt es andere Dienstgrade. Aber in Kapernaum, in seiner Garnison, ist er der Chef. Er hat Macht und Verantwortung. Und er weiß, was das bedeutet, wenn ihm auch das Schicksal seines kranken Mitarbeiters bewegt. Der Hauptmann weiß aber auch, wem er nichts zu befehlen hat. Er weiß, dass er kein Jude ist, und im Denken der Juden ist er ein Heide. Juden wollten keinen Umgang mit Heiden haben. Sie gingen nicht in deren Häuser. Das klingt jetzt mal nicht tolerant, aber der Hauptmann respektiert es, weil er weiß, dass es zur Religion der Juden gehört. Und er respektiert ihre Religion. Dafür haben ihn die Juden der Stadt Kapernaum geachtet. Lukas, der diese Geschichte in seinem Evangelium ebenfalls erzählt, berichtet davon, er ist es wert, dass du seine Bitte erfüllst. Der Hauptmann sagt zu Jesus, ich bin es nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Er respektiert Gott. Er respektiert die Distanz zwischen Gott und ihm. Er weiß, dass er vor Gott keinerlei Rechte hat. Wie oft beten wir, als hätten wir Gott etwas zu befehlen? Wie oft beten wir und informieren Gott, was er zu tun hat, damit es uns wieder gut geht? Was denken wir uns eigentlich dabei? Wir sind auch Heiden. Wir gehören nicht zum jüdischen Volk. Wir sind auch privilegiert, gehören zu den mächtigen Völkern dieser Erde, wie damals das Römische Reich, so entsendet heute die NATO Truppen in die Krisenregionen der Erde. Wer bin ich vor Gott? Ein Staubkorn im Universum. Ein kleiner Mensch. Ich habe keine Rechte, Gott etwas vorzuschreiben. Ich habe nicht einmal besonders viele gute Werke vorzuweisen, dass er vielleicht auf mich stolz sein müsste. Ich kann nur bitten, sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Ja. Wie ich diesen Text studiert habe, da habe ich gemerkt, dass die Frage, wer ist Jesus, ganz viel mit der Frage zu tun hat, wer bin eigentlich ich und wer bin ich vor Gott, wer bin ich vor den Menschen. Es gibt ein wunderbares Lied mit dem englischen Titel Who am I, wer bin ich? Und das wollen wir jetzt singen und ich lese Ihnen den Text einfach nochmal auf Deutsch vor, damit wir besser durchblicken. Wer bin ich, dass der Herr der ganzen Welt meinen Namen kennen und meinen Schmerz spüren möchte? Wer bin ich, dass der helle Morgenstern meinen ruhelosen Herz den Weg erhält? Wer bin ich, dass die Augen, die meine Sünde sehen, mich liebevoll anschauen und darüber wachen, dass ich wieder aufstehe? Wer bin ich, dass die Stimme, die das stürmische Meer beruhigt hat, nun durch den Regen zu mir dringt und den Sturm in mir stillt? Nicht, weil ich bin, wie ich bin, sondern aufgrund dessen, was du getan hast. Nicht aufgrund meiner Taten, sondern weil du bist, der du bist. Ich bin wie eine Blume, die heute noch blüht und morgen schon verwelkt ist, wie eine Welle, die im Meer hin und her geworfen wird, wie Dunst im Wind. Dennoch hörst du mich, wenn ich rufe. Herr, du fängst mich auf, wenn ich falle, und du hast mir gesagt, wer ich bin. Ich bin dein. Ich bin dein. Who am I, that the Lord of all the earth?
Ja, ich bin dein. Sehen Sie, wer kann mir sagen, wer ich bin? Woher weiß ich, wer ich bin? Doch immer durch einen anderen, der mich respektiert, der mich liebt, der mir Grenzen setzt, der mir Wurzeln gibt, der mir Flügel verleiht. Als ich ein Kind war, haben das meine Eltern für mich getan. Damals, auch wenn die Zeiten schwer waren, waren die Eltern für mich da. Gab es Lehrer, die meine Begabungen gesehen haben. Heute habe ich eine Frau, die mich liebt, eine Familie, Nachbarn und Freunde, Brüder und Schwestern in dieser Kirchengemeinde. Ich bin, der ich bin, in den Beziehungen, in denen ich lebe. Aber am allermeisten bin ich eines. Ich bin ein Kind Gottes. Sein mächtiges Wort hat mich ins Dasein gerufen, sonst wäre ich nicht da. Wenn er mich nicht gewollt hätte, würde es mich nicht geben. Er hat mich berufen und begeistert. Er hat mir geholfen, auf Gott zu vertrauen. Ich bin ein Kind Gottes, weil Gott Jesus Christus ein Menschenkind geworden ist. Ich weiß, ich bin es nicht wert, dass Christus in mein Haus kommt. Und zugleich weiß ich, dass ich in seinem Haus daheim bin. Ich bin ein Gotteskind. Er hält mich an seiner Hand. Es ist ihm nicht egal, wenn ich Schmerzen oder Traurigkeit leide. Und natürlich ist es ihm auch nicht egal, wenn ich auf Abwege gerate. So kann ich auch beten. Ich weiß, dass Gott mich trägt. Auch wenn er mich nicht jede einzelne Bitte erfüllt, ich darf mein Leben aus Gottes Hand nehmen und meine Sorgen auf ihn werfen. Auch meine Sorgen für andere. Wenn ein Mensch leidet, den ich liebe, dann mache ich es wie der Hauptmann von Kapernaum. Ich bete für ihn. Jesus Christus, herrscht als König, alles wird ihm untertänig, alles liegt ihm Gott.
Bevor wir miteinander beten, noch eine kurze Ankündigung. Wenn Sie etwas geben möchten, dann können Sie das spenden für kirchliche Medienarbeit. Und jetzt wollen wir miteinander das tun, was der Hauptmann von Kapernaum getan hat, nämlich für andere Menschen beten. Wir stehen dazu auf. Herr Jesus, wir beten für Menschen, die auf der Suche nach dir sind. Wir bitten dich, Herr, erhöre uns. Wir beten für die Kranken, die wir kennen. Wir bitten dich, Herr, erhöre uns. Wir beten für Menschen, die einsam sind in diesen Tagen. Wir bitten dich, Herr, erhöre uns. Wir denken an unser Altenheim und an die, die dort wohnen und arbeiten und leben. Wir bitten dich, Herr, erhöre uns. Wir denken an die Jugendlichen, an die Kinder, an die Familien, an die Schulen. Wir bitten dich, Herr, erhöre uns. Wir beten für die Krisengebiete dieser Erde, Syrien, Myanmar, Ukraine und anderswo. Wir bitten dich, Herr, erhöre uns. Wir beten für alle, die unter der Corona-Pandemie leiden, Ärzte, Pfleger, Menschen, die unter der Spaltung der Gesellschaft leiden. Wir bitten dich, Herr, erhöre uns. Wir beten für unsere Gemeinden. Wir bitten dich, Herr, erhöre uns. Gemeinsam sprechen wir, wie es uns Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Gehet hin im Frieden des Herrn. Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Ich wünsch dir Gottes Segen, ich wünsch dir seine Nähe, seine Kraft, ein reich erfülltes Leben, über dem die Hand des Höchsten wacht, Liebe und Wärme, Gelassenheit in allem, was du tust, dass du auch in Stürmen sicher und im Frieden mit dir ruhst. Ich wünsch dir diesen Segen. Ich wünsch dir Gottes Segen, Geborgenheit in Vater, Sohn und Geist, Glaube wie ein Feuer, das wärmt und nicht in den Nagel beißt. Sehnsucht und Hoffnung, Menschen, die dich in die Weite führen, Freunde, die dich tragen, Gedanken, die die Seele inspirieren. Ich wünsch dir diesen Segen. Gott segne dich, behüte dich, erfülle dich mit Geist und Licht. Gott segne. Du lebst vor seinem Angesicht, Gott segne dich. Ich wünsch dir Gottes Segen, entfalte alles, was du in dir spürst, die Dinge, die dir liegen. Auch wenn du mal gewinnst und mal verlierst,
wag neue Wege. Probier dich einfach immer wieder aus, lass dich nicht verbiegen. Lebe mutig, offen, geradeaus, ich wünsch dir diesen Segen. Gott segne dich, behüte dich, erfülle dich mit Geist und Licht. Gott segne dich. Erhebe dich und fürchte nichts, denn du lebst vor seinem.